Die Oblast Moskau, auch Podmoskowie genannt, umschließt das Gebiet der Hauptstadt Moskau und erstreckt sich über mehr als 45.000 Quadratkilometer. Wir laden Sie hiermit herzlich zu unserer nächsten Wanderung ins Umland von Moskau ein. Heute geht es in die Stadt Dmitrow. Dmitrow liegt 65 Kilometer nördlich von Moskau und wurde von Fürst Juri Dolgoruki im Jahr 1154 im sumpfigen Tal des Flusses Jachoma gegründet. Die Stadt wurde zu Ehren seines im selben Jahr geborenen Sohnes Vsevolod genannt. Entsprechend den Gepflogenheiten der damaligen Zeit hat Dolgoruki seinem Sohn bei der Taufe einen zweiten Namen Dmitri gegeben, zu Ehren des heiligen Dmitri Solunski, des Schutzpatrons von Vsevolod. Dmitrow besaß eine strategische Bedeutung als Grenzfestung und auch eine klare wirtschaftliche Bedeutung. Von hier aus verlief über die Flüsse Jachoma, Sestra und Dubna eine Wasserstraße zum Oberlauf der Wolga. Als Festung am wichtigen Handelsweg stand Dmitrow im Mittelpunkt des Machtkampfes zwischen den mächtigen Fürstentümern Moskau und Twer. Während der Zusammenkunft der Fürsten von Dmitrow, Moskau und Twer 1301 konnten die Streitigkeiten nicht beigelegt werden. Diese Fürstenversammlung fand auf dem Wappen der Stadt Dmitrow ihre Verewigung. Zur Mitte des 14. Jahrhunderts erkaufte sich der Fürst Iwan Kalitar von den Mongolen das Herrschaftsrecht auf Dmitrow und gliederte die Stadt ins Moskauer Fürstentum ein. Seit Ende des 18. Jahrhunderts gilt Dmitrow als Industrieort. Insbesondere der Maschinenbau und die Textilindustrie prägten die Stadt. Die Straße von Moskau nach Dmitrow verläuft entlang des Moskwa-Kanals. An dessen Ufer ist ein Gedenkkreuz aufgestellt zum Andenken an jene, die beim Bau des Kanals ums Leben kamen. Den Kanal haben nämlich Häftlinge erbaut. Der Bau war sehr kompliziert und langwierig. Nach offiziellen Angaben sollen dabei 29.000 Menschen den Tod gefunden haben. Doch nach inoffiziellen Schätzungen, die jüngste Nachforschungen erbrachten, handelt es sich dagegen um etwa 400.000 Tote. Die beliebtesten Sehenswürdigkeiten von Dmitrow sind die Uspenski-Kathedrale im Kreml von Dmitrow und die Kathedrale des Boris und Gleb Klosters. Die beiden Kathedralen wurden im 16. Jahrhundert erbaut. Die wirtschaftliche Lage der Stadt ist heutzutage gut. Es gibt vor allem Wachstum bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, in der Tourismusbranche und in der Agrarwirtschaft.